Hallo zusammen. Sobald die Militärs auf der ganzen Welt ihre neuen Kampfjets der nächsten Generation entwickeln und vorstellen, werden wir in den kommenden Jahrzehnten Zeuge der Geburt einiger der verblüffendsten Technologien. Jedes dieser Programme besteht darin, die Grenzen der Technologie zu erweitern. Diese Innovationen und Konzepte werden die Welt in eine neue Ära der Luftkriegsführung katapultieren. Einige dieser Technologien werden unsere Welt aus der Realität in Science-Fiction verwandeln können. Die Vereinigten Staaten haben die Luft mit den vorherigen Generationen ihrer Kampfflugzeuge dominiert. Aber in letzter Zeit haben auch andere Länder wie China und Russland daran gearbeitet, diese Lücke zu schließen. Außerdem wurde bestätigt, dass die USA, Großbritannien, Russland, China, Pakistan und andere Nationen Programme für ihre Kampfjets der nächsten Generation entwickelt haben. Aber was genau können wir von diesen hochinnovativen, futuristischen Flugzeugen eigentlich erwarten? Unbemannte autonome Flugfähigkeiten, Laser- und Hyperschallwaffen, selbstheilende Strukturen und höhere Geschwindigkeiten sind nur einige der wenigen Designaspekte, die wir in der nächsten Generation von Kampfjets erwarten können. Autonome Drohnen und die Vernetzung der Systeme. Es geht einen Schritt nach vorne für die unbemannten Drohnen. Drohnen sind für die nächste Generation von Flugzeugen unersetzlich. Entweder autonom oder mit optional bemannten Systemen. Es hat offensichtlich große Vorteile, keinen Menschen an Bord zu haben. Zum Beispiel riskiert man nicht das Leben eines hochqualifizierten Individuums. Und es besteht keine Gefahr, durch menschliches Versagen oder menschliche Bedürfnisse wie eine Ruhepause aufgehalten zu werden. Es gibt jedoch auch Nachteile. Technologische Einschränkungen, zum Beispiel Kommunikationsverzögerungen oder die Möglichkeit, dass Feinde sich einhacken und die Kontrolle über eine Drohne übernehmen könnten. Allerdings sind unbemannte Drohnen, die an der Seite von Kampfflugzeugen fliegen, auch eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Bis heute ist der Trend zu beobachten, dass die Flugzeuggenerationen immer teurer werden, wohin allerdings die Anzahl der produzierten Flugzeuge abnimmt. Bei der nächsten Generation könnte das jedoch genau zur Verschiebung führen. Weniger teure Flugzeuge in Form von unbemannten Drohnen, dafür aber in Schwarmangriffen. Die Vernetzungsfähigkeit sind eine der höchsten Prioritäten für Flugzeuge der nächsten Generation. Die Jets werden in der Lage sein, Daten und Informationen zu empfangen und an verschiedene Stationen weiterzuleiten, wie andere Flugzeuge, Satelliten oder andere Fahrzeuge. Das hat folgende Vorteile. Die Kampfflugzeuge sind in der Lage, während des Fluges über alle Änderungen der Missionsparameter auf dem Laufenden zu bleiben. Displays, die in dem Helm montiert sind, scheinen der Weg der Zukunft für Piloten zu sein. Denn Großbritannien, Pakistan und andere Länder haben bisher unglaubliche Helme entwickelt. Diese Helme haben ein virtuelles Display im Inneren und bieten dem Piloten alle Informationen, die sie brauchen, auf einen Blick. Laser und Munition. Dank technologischer Innovationen konnte die Größe und das Gewicht von Lasern reduziert werden, die bisher für ihren Einsatz zu sperrig oder auch zu schwer waren. Sie werden wahrscheinlich sowohl defensiv als auch offensiv in Kampfjets der nächsten Generation eingesetzt werden. Laser sind sehr präzise und blitzschnelle Waffen. Sie erzeugen aber einiges an Wärme, was eine große Herausforderung für die Konstruktionsteams war. Laser haben aber einen Nachteil und werden daher niemals die konventionellen Waffen ersetzen, denn ihre Reichweite ist begrenzt und bei schlechtem Wetter sind sie praktisch unbrauchbar. Die USA haben mit ihren F-35-Flugzeugen die Vorherrschaft in Sachen Tarnkappentechnologie übernommen. Auch wenn diese Stealth-Technologie in der sechsten Generation von Flugzeugen eine hohe Priorität hat, wird es dennoch nicht das Hauptmerkmal sein, wie es bei der fünften Generation der Fall war. Fortgeschrittene Tarnkappenbeschichtung und andere technologische Innovationen sind in Arbeit, aber die genauen Details sind größtenteils unter Verschluss. Konzepte: FX und FAXX, Vereinigte Staaten. Die US Air Force und die US Navy haben bereits Projekte zur Entwicklung von Flugzeugen der sechsten Generation begonnen. Mit einem noch höheren Budget und noch höheren Standards als bei dem F-22-Programm will die US-Luftwaffe ein Konzept entwickeln, das die stark konkurrierenden russischen und chinesischen Designs ausstechen wird. Die nächste Generation wird mit neuen Triebwerken, Sensoren und Avioniken ausgestattet. Zu den Spekulationen über weitere Technologien, die möglicherweise in den Kampfflugzeugen der sechsten Generation zum Einsatz kommen, gehören die Unterstützung durch künstliche Intelligenz, Laserwaffen, Triebwerke mit Schubvektorsteuerung und fortschrittlicher Stealth-Technologie. Die Marine benötigt Multi-Role-Fähigkeiten, um die F-18E Super Hornets zunächst zu ergänzen und schließlich abzulösen. Es wird erwartet, dass die nächsten Tarnkappenmerkmale mit Sensoren und Radaren und ihrer Netzwerkanpassungsfähigkeiten im Design einfließen werden. Hinzu kommen natürlich Supercruise-Fähigkeiten, um die Geschwindigkeit zu garantieren. Die Marine hat erklärt, dass die FAXX die Fähigkeit haben soll, unbemannt zu fliegen. Und das mit einer größeren Anzahl fortschrittlicher Waffen, um so die Überlebensfähigkeiten zu gewährleisten. Es heißt, dass auch Drohnen zur Cyberkriegsführung auf taktischer Ebene für die FAXX erforscht werden.
Northrop Grumman und Lockheed Martin Skunk Work Abteilung haben die beiden Konzepte entwickelt, um sich für den Bau der nächsten Generation von Kampfjets zu bewerben. Im Jahr 2012 enthüllte Lockheed ihr Konzept für ein Kampfflugzeug der sechsten Generation. Mit einem fast flachen, kantigen Heck, einer F-22-ähnlichen Nase und einem einzigartig geformten Flügel. Die Firma gibt an, dass ihre Version der nächsten Generation von Kampfflugzeugen starke, erhöhte Geschwindigkeiten und eine größere Reichweite haben wird. Lockheed erwähnte auffallend neue Funktionen wie selbstheilende Strukturen und multispektrale Tarnkappen, gab allerdings zu, dass einige dieser Konzepte noch nicht ganz ausgereift sind. Northrop Grumman hat angedeutet, dass sie beabsichtigen, ein noch nie dagewesenes, schwanzloses Hyperschallflugzeug für ihr Konzept der nächsten Generation zu entwickeln. Des Weiteren haben sie angedeutet, dass die Entwicklung eines optional bemannten Systems im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten des Unternehmens liegen würde. Generalleutnant David Nahom, der stellvertretende Stabschef der US-Luftwaffe, sagte, die Luftwaffe hat es nicht eilig, sich für ein Design der nächsten Generation zu entscheiden. Man möchte gerne die Optionen offen halten, während vielversprechende neue Technologien entwickelt werden, bevor man sich auf ein Design festlegt. Tempest Fighter, Vereinigtes Königreich. Der im Juli 2018 angekündigte Tempest ist ein Kampfflugzeug der sechsten Generation, die von einer Reihe von Parteien entwickelt wird, die sich das Team Tempest nennen. In dem Team befinden sich britische, italienische und paneuropäische Unternehmen. Es wird erwartet, dass der Tempest optional bemannt sein wird. Richard DeVore von BAE Systems sprach von der Möglichkeit, dass unbemannte Wingman-Drohnen neben dem Tempest fliegen könnten. Zudem wird der Tempest mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sein und über gerichtete Energiewaffen, DEV, verfügen, die konzentrierte Ausbrüche von Laser, Mikrowellen oder Partikelstrahlenergie verwenden werden. Das futuristische Helmsystem wird den Piloten eine virtuelle Ansicht des Cockpits ermöglichen. Das Team Tempest hat bereits einen Generator entwickelt, der beispiellose Menge an elektrischer Energie liefern wird. Wir können nur gespannt sein. Su-57 Advanced, Russland. Russland hat bereits mit der Massenproduktion seines Kampfjets der nächsten Generation, der Su-57, im Juli 2019 begonnen. Und es gibt bereits ehrgeizige Pläne, diese Generation über seine Grundform hinaus zu verbessern. Zu den in der Entwicklung befindlichen Features gehören die Saturn-30-Triebwerke der nächsten Generation, leichtere und stärkere Verbundstoffe, Laserwaffen und künstliche Intelligenz. Es sollen sogar Hyperschall- und APAA-gelenkte Luft-Luft-Raketen eingesetzt werden. Des Weiteren konzentriert man sich darauf, den Piloten zu erlauben, extreme G-Kräfte zu ertragen, indem sie mit fortschrittlichen Antischwerkraftanzügen ausgestattet werden. Es wird erwartet, dass mindestens eine verbesserte Version der Su-57 vor 2030 fliegen wird. MiG-41, Russland. Neben der Entwicklung der verbesserten Version der Su-57 arbeitet Russland auch an der Entwicklung eines Abfangjägers der sechsten Generation, der in der Lage sein soll, mit einer Hyperschallgeschwindigkeit von mehr als Mach 5 zu fliegen. Das neue MiG-41-Programm wird wahrscheinlich die alte MiG-31 Foxhot ersetzen und in der Lage sein, in extremen Höhen und in der Nähe des Weltraums zu operieren. Die MiG-41 soll sowohl die Geschwindigkeits- als auch die Höhenrekorde der MiG-25 Foxbat aus der Ära des Kalten Krieges übertreffen. Darüber hinaus wird das Flugzeug mit einer Reihe von Hyperschall-Abstandsraketen und einer leistungsstarken Sensorik ausgestattet sein, um sie so mit hervorragenden Fähigkeiten auszustatten, damit sie auch Satelliten jagen kann. Laut Avia Pro wird die MiG-41 in der Lage sein, eine unglaubliche Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6.100 Kilometern oder Mach 4,9 und eine Reisegeschwindigkeit von 2.500 bis 3.000 Kilometern Mach 2,4 zu erreichen. Der Generaldirektor von RSK MiG, Ilya Tarasenko, sagte, dass sie auch mit Raketenabwehrlasern ausgestattet sein wird. Falls die russische Luftwaffe sich zu dem Kauf entscheidet, soll die erste Serie der MiG-41 im Jahr 2025 fertiggestellt werden. J-20B, mächtiger Drache, China. Im Juli 2020 berichteten die chinesischen Medien, dass eine neue Variante des J-20 vorgestellt wurde und in die Massenproduktion ging, der J-20B. Es wurde wenig darüber gesprochen, welche neuen Funktionen der J-20B beinhaltet, außer dass er mit einer Schubvektorsteuerung ausgestattet sein wird. Der J-20 ist ein zweistrahliger Tarnkappenjäger der fünften Generation, wurde offiziell 2016 vorgestellt und es bleibt nur abzuwarten, ob in der J-20B-Variante weitere Upgrades an diesem Mighty Dragon vorgenommen werden. Projekt ACM-Jäger, China und Pakistan. Seit 2017 läuft das Projekt ACM, das sich neben anderen Projekten auch auf die Entwicklung eines Kampfjets der fünften Generation konzentriert. Es ist ein getarnter, unbemannter Kampfjet mit einer mittleren Flughöhe und langer Flugdauer, Mail UAV, und ausgestattet mit Bodenluftraketen.
Der Chief of Air Staff, CAS, der pakistanischen Luftwaffe, Air Chief Marshal Muaid Anar Kahan, sagte, dass der Kampfjet ein zweistrahliger Einsitzer sein wird, der über Supercruise und Laserwaffen verfügen wird. Es wird erwartet, dass das Kampfflugzeug ein mittelschweres bis schweres Hochleistungskampfflugzeug mit einem Clean Sheet Jet sein wird. Es wird auch erwartet, dass dieses Kampfflugzeug der nächsten Generation schwerere Nutzlasten transportieren kann und eine größere Reichweite hat als die JF-17. Der Jungfernstart dieses Flugzeuges wird wohl im Jahr 2030 erwartet. Die MALE UCAV ZF-1 Viper Mehrzweck-Tarnkappendrohne soll sowohl Fähigkeiten für Luft-Luft- als auch für Luftbodenangriffe verfügen und ein maximales Startgewicht von 16.000 Kilogramm mit einer Flughöhe von 9.150 Meter haben. Die Fluggeschwindigkeit wird allerdings nur bei Mach 0,8 liegen. Vertikal landendes Jagdflugzeug der nächsten Generation. China und oder Russland. Russland entwickelt derzeit ein vertikal landendes Kampfflugzeug, vermutlich aufbauend auf der starken Technologie, die für die Programme Yak-141 und Yak-38 aus der Sowjetära entwickelt wurden. Gerüchten zufolge entwickelt auch China einen vertikal landenden Kampfjet und es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Länder bei diesen Projekten zusammenarbeiten. Es wird vermutet, dass die Flugzeuge Technologien der fünften Generation sowie leistungsstarke AESA-Radare, radarausweichende Profile und fortschrittliche Distanzmunition einsetzen wird, wie die R-37M. Schlussfolgerung: Während einige der laufenden Programme kühne Ankündigungen über die Fähigkeiten und Technologien der nächsten Generation von Kampfjets gemacht haben, stehen diese befindlichen Projekte unter Geheimhaltung und wir können nur Spekulationen tätigen. Auch wenn es sehr schwierig ist, mit Sicherheit zu sagen, welche Flugzeuge in den nächsten Jahrzehnten vorgestellt werden und welche Funktionen sie wirklich haben werden, können wir aber mit Sicherheit einen großen Sprung in der technologischen Innovation erwarten. Es scheint eine neue Ära der Luftkriegsführung vor uns zu liegen. Mit optional bemannten, hochgradig vernetzten, lasergesteuerten Hochgeschwindigkeitsflugzeugen, die sich in die Lüfte erheben werden. Das war's auch schon. Welche dieser Technologien hat dich am meisten beeindruckt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen hoch, empfehle es deinen Freunden und abonniere unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.